Basti Rotti. Ja. Basti Rotti hat sogar einen Blinker. Marat, immer wenn ich sowas sehe, denke ich mir so, eigentlich kannst du dich auch löschen gehen, wenn du dir deinen Drake anguckst. Alter, mit Gebläse, also keine Ahnung, was hier alles dran ist. Wir müssen erkundschaften gehen. Aber es gibt leider nicht mehr. Doch, hier. Schön noch mit der Handbremse, den Shifter da dran. Alles noch nicht über... Hier ist auch noch ein Shifter dran, sogar inverted Pedale. Bager, wie schön das doch ist. Wow. Wow, das ist einfach wow. Hier hinten ist noch ein Panel dran, darunter ist alles versteckt. Richtig schön. Hier wird auch alles gerade auseinandergebaut. Was kommt denn hier? Wow. Können wir das alles nochmal in Betrieb sehen? Das war noch vorher wahrscheinlich, ne? Ja. Was auch, ich weiß nicht, was das ist hier. Richtig schön. Ganz toll. Also ganz viel DIY auch bei Basti. Richtig, richtig, richtig schön. Externe Soundkarte für kleine Bassshaker, DIY, Blinkerhebel. Da ich auch ETS nicht drumherum kommen will. Na klar, man baut sich einfach mal einen Blinker. Was haben wir denn hier? Leeds Entertainment. Wow, Leeds hat uns sehr viele Bilder gegeben. Okay, ist wilder Mix an allem. Wait a second, was ist denn das hier? Okay, hier ist viel auf dem Bild, hier passiert einiges. Okay, zwei Stream Decks drin. Da wird scheinbar auch gestreamt, wie es aussieht. Kleine Bildschirme. Sehr kleine Bildschirme. Oh. Hier steht eine Bank. Okay, für ein Mauspad. Ah, hier wird auch geflogen, sehe ich gerade. Also das ist auch wieder so beides. Oh, ein Süßi. Ein Süßi Wuffi. Sieht aus wie Jackie Schmecki ein bisschen. PJ Steel Pedale. Da sind auch noch Bass Shaker dran, so wie es aussieht. Jupp. 3D-Druck, so wie es aussieht. Nice. Schön. Das sieht auch wirklich sehr schön aus. Ganz toll gearbeitet hier. Da ist auch der Computer. Dahinter sind die Kabel versteckt. Kann man aus. Alles klar. Hier wurde einfach mal schnell umgebaut auf Fliegen. Aha. Ach so. Doch. Fühle ich. Finde ich geil. Also das, bei manchen, wenn du so dir die ganzen DIY-Sachen anguckst, ne, dann denkst du dir immer so, holy moly, was habe ich mit meinem Rig gemacht? Ich habe ja nichts gemacht. Gar nichts. Das ist ja richtig krass. Hawks. Was haben wir denn bei Hawks? Hawks fällt ultra wide. Und guckt auch nebenbei Pestily. Also haben wir einen EFT-Spieler. Moment, warte mal. Da steht ein Monitor und da steht ein Monitor. Oho. Da ist auch ein Buttkicker dran am Rig. Auch nicht schlecht. Auch jetzt. Ohne Scheiß. Super simpel. Ach, da steht noch ein Rig. Warte mal. Fahren zwei Geschwister, Frau, Freundin? Cool, das ist auch geil. Das ist halt auch schon wieder mega, ne? Hier ist der Schreibtisch. Achso, das war vom Schreibtisch. Nee, das war Schreibtisch, alles klar. Simpel, aber geil. Oh, das ist ja auch wieder so eine Wolkendecke. Und hier auch so ein Fernsehstuhl. Leck mich am Arsch, was manche Leute alles so in ihrem Buden haben, ne?
Wow. Warum ist da ein Monitor dran? Das verstehe ich nicht. Ach so, den kann er wahrscheinlich irgendwann so nach außen umklappen. Oh, ich verstehe. Warte mal kurz. Den kann er umklappen, dass er da zwei hat und hier dann drei. Oh, fünf hat. Also glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest. Auch schön, Hawks. Sag mal, wie viel haben wir denn hier noch? Wie viele Rigs? Centauri. Was haben wir denn bei Centauri? Centauri hat das ein bisschen mit seinem Tisch verschmolzen. Sieht auch ein bisschen nach Holz aus, aber geil. Wilde Anordnung von Bildschirmen. Oh. Wieder ein 12-Head gewesen. Ah, zum Wegrollen. Okay, die Buttkicker sind da noch mit dran. Ach, das ist ja auch geil. Hey, manche Leute sind so erfinderisch, ne? Das ist richtig, richtig schön, das zu sehen. Das ist ja super, das ist doch mega geil. Hier ist noch VR mit drin. Oh, da mag aber jemand sehr gerne VR. Holy moly. Richtig schön. Das ist richtig, richtig schnieke. Ganz tolle Arbeit, Centauri. Speedy, was haben wir denn bei Speedy? Ui, das ist auch simpel, aber geil. Hier ist auch noch eine Funksteckdose da, ne? Okay, okay. Ist auch wieder unterm Dach. Hier fährt jemand Rallye. Alright, alright, alright. Du, ist geil. Finde ich schön. Oh, das ist ja sogar noch die alte CSL, ne? Tatsächlich, ja. Krass. Das ist ja sogar noch die alte. Schön. Richtig geil. Salzberger. Was hat denn Salzberger gemacht? Und Salzberger hat sich hier alles so ein bisschen Marke Eigenbau, so wie das aussieht, wa? Das ist alles Marke Eigenbau. Sogar mit Werkstatt und den ganzen... Boah, ich bin so neidisch, ne, wenn Leute eine Werkstatt haben. Was ist denn... Boah, das ist ja alt. Alles komplett selber gemacht hier. Ach so, das ist schon das zweite Rig für das Teammate gebaut. Oh, Tobi. Mag er, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Tobi halt schon wieder halb InDesign studiert. Du, da will ich auch gar nicht gucken jetzt gerade, was da so alles ist. Ui, ist das ein schöner Raum. Hauptsache eine Vitrine gekauft, Alter, und nichts reingestellt. Hauptsache eine Vitrine gekauft und nichts reingestellt. Das ist es, Junge. Oh, das sieht aber auch schön aus hier. Mit den ganzen Spots an der Decke. Lass mich raten, die sind auch noch RGB und so einstellbar. Hier ist E-Wheel. Das ist schon nicht schlecht hier. Schöner Raum. Da hat sich jemand einen Reifen gemopst. Okay, okay. Super schlichtes, geiles Rig. Sag ich, wie es ist. Oh, Hyper P1. Heisingwell-Pedale. Alrighty, schmarty. Schön. Richtig toller Raum. Also, würde ich ganz ehrlich, würde ich mich auch freuen, wenn ich da jedes Mal reingehe. Das sieht aber... Ich bin mir ehrlich nicht so sicher, ne? Aber das sieht so ein bisschen nach einem Ami-Raum aus. Aber man kann nirgendwo die Steckdosen sehen. Das sieht so ein bisschen amerikanisch aus. Also amerikanische Bauweise.